Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus der Heiligen Schrift. Sie ist an und für sich von der Übersetzung her Alte Schlachter und Luther eher, oder ist durch das eher bekannt geworden, ist fast schon ein Sprichwort in deutschen Landen. Das ist dieser Satz: Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Und haben ja immer gewundert, dass ein Alemanne, ein Schweizer, der wie die Schwabe ja der Genitiv, der zweite Fall, nicht kennt, dass der das Wort Wes übernommen hat. Das haben wir ja immer gewundert. Aber ich lese Matthäus 12, ab 34. Es geht ja in diesem gesamten Kapitel um die Lästerung des Heiligen Geistes, über das Gericht, über die bösen Menschen und unter anderem, was aus dem bösen Herzen an Reden dann herauskommt und wie die Bösartigkeit angezeigt wird. Und er sagt dann klar in 33, unser Herr, dass eigentlich die Frucht des Entscheidenden ist. Und jetzt geht er zu den Pharisäern, die ja sehr fromm waren. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichtes Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Mich hat es immer wieder selber betroffen, diese Dinge, aber vor allem hat es mich auch erschüttert, als ich sah, dass hier wohl mehr dahinter steckt, als man denkt. Und zwar, mir ist es oft nicht bewusst gewesen, dass ein Mensch kein neutrales Geschöpf ist, sondern dass ein Mensch ein Geschöpf ist, das laut 1. Mose 3 vom Sündenfall her schwer gekennzeichnet ist, schwer verderbt ist, wo das Herz, und unter Herz versteht die Bibel den inneren Menschen, da gehört sowohl Seele als auch Geist dazu, dass der verderbt ist, und zwar nachhaltig verderbt. Was jetzt hier interessant ist, die Bibel sagt, wes das Herz voll ist, oder ein bisschen moderner übersetzt, wovon das Herz praktisch sich angefühlt hat, das bringt es zum Ausdruck. Und ich denke, ein Mensch ist sich nicht immer bewusst, dass er im Endeffekt ein Herz hat, ein geistliches Organ, das sich füllen kann. Das heißt, dieser innere Mensch wird befüllt, der ist nicht neutral, das ist nicht meine souveräne, neutrale Ebene, wo ich mit dem Organ, das Gott dem Menschen gegeben hat, dann mich persönlich zum Ausdruck bringe, das ist es nicht. Und das Reden ist auch nicht das, was ich wirklich im tiefsten Grunde hier gern möchte, sondern Paulus sagt ja oft, ich tue nicht, was ich will, und ich behaupte jetzt einfach einmal, viele Leute reden auch nicht, was sie wollen, das geht mir selber manchmal so. Und hier ist etwas, wo ein neuralgischer Punkt ist, mittendrin in unserer Persönlichkeit, nämlich das Herz. Aber die Bibel sagt, dieses Herz kann man füllen. Man kann es einfach füllen. Jetzt sagt er hier, wenn in diesem Herz Böses ist, in unserem Text, dann wird dieses Böse automatisch Böses produzieren und dieses Böse wird sich auch äußern in meinem Reden. Wo es nicht einmal unbedingt gleich direkt offen böse sein muss, aber das Böse, was in meinem Herz ist, wenn jetzt jemand noch verschlagen ist, dann wird es auch verschlagen rüberkommen. Wenn jemand plump ist, dann wird es plump rüberkommen. Das heißt aber, die Wurzel dessen, was dann aus dem Herz rauskommt, sagt die Schrift, ist die Rede. Das ist das Reden. Aber das Reden ist nicht neutral, sondern es kommt aus diesem Vorrat. Schlachter hat einmal an anderer Stelle übersetzt, ein Vorrat an Bosheit. Damit hat er gemeint, ein Rest. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Ich und du, wir haben ein Organ, das befüllt wird. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, das nicht nur von mir und dir selber befüllt wird, sondern das von Dritten gebraucht wird. Und wo Dritte beginnen, Einfluss auf mich zu nehmen, und wo Dritte mein Herzensbeutel, Erführungszeichen, auffüllen, und irgendwann kommt es dann zu einer Situation, wo wiederum einer der Verantwortlichen für die Befüllung des Herzens nur noch einen seiner feurigen Pfeile schicken muss, und schon hat er genau die Reaktion, die Gott nicht will, die wir nicht wollen, und dann findest du plötzlich Elend in dieser Welt. Und ich denke, dem nachzugehen ist ein wichtiger Punkt. Einmal sagt die Bibel, ich will keine Sache Belials vor meine Augen stellen. Wir müssen ganz nüchtern sachlich feststellen, dass das Herz des Menschen befüllt wird über die Sinne. Und da gehört dazu das Auge. Einmal sagt sogar Psalm 119, 37, dass ich keine nichtige Sache vor meine
Auge stellen sollte, geschweige denn eine böse, eine sündhafte. Das heißt, ich muss mal ein Auge aufpassen, weil das Auge befüllt das Herz. Und jetzt haben wir natürlich ein ganz schwieriges Problem. Wir haben das Medienzeitalter. Das heißt, du kannst kaum noch verhindern, dass du dauernd vom Auge her bedient wirst. Dinge, die früher verboten waren, die man unterm Ladetisch verkauft hat, als ich ein kleiner Kerle war, so mit 15, 16, das ist heute in der Tageszeitung nachzulesen und zu sehen, selbst in Bildern, was früher undenkbar war. Das heißt, wir haben einen totalen Verfall in der Endzeit. Wir haben eine Verkommenheit eines Volkes und einer Menschheit, das geht ja durch die Medien weltweit, die unfassbar ist. Die größte Ganove, die größten, Entschuldigung, darf ich Deutsch reden, Schlampen, sind inzwischen die Medienstars der Welt. So ist halt. Und das muss man einfach sehen. Das heißt, die Sünder, die schlimmsten Leute, die verkommensten, früher hat die Altdeutsche gesagt, die Subjekte, das ist ja ein böser Satz, ich weiß, ich bin mir das bewusst, aber genau diese Menschheitsgruppe, die in der offenen Sünde lebt bis zum Hals, die Gott unter Umständen sogar ins Angesicht lästern, diese Menschen prägen die allgemeine Öffentlichkeit der Medien. Jetzt passiert natürlich was Brutales. Die geht an uns ran. Die geht auch an einen Mann oder eine Frau, die nicht unbedingt gläubig ist. Die geht auch an die neutrale Menschen ran und versucht sie zu befüllen. Und da kommt das, was im Herz drin ist. Und dann wunderst du dich plötzlich, was jemand von sich gibt. Aber genauso gefährlich ist das Ohr. Es war für mich hochinteressant, wie die Heilige Schrift praktisch einen Dreiklang sagt. Sie sagt, du musst ganz genau aufpassen, auf wen du hörst. Das heißt, wer ist dein Informant? Zweite, du musst ganz genau zuhören, im Endeffekt, wie du zuhörst. Du musst das hören, was wirklich gesagt ist. Und du musst ganz genau zuhören, was gesagt ist in der Sache. Das heißt, die Bibel erwartet hier ein gewisses Niveau des Zuhörens. Sie erwartet eine gewisse Keuschheit bei den Augen, erwartet eine gewisse, Keuschheit fällt auch da drunter, aber ein gewisses Niveau des Hörens. Und das nächste, was hier auch angesprochen wird, ist zum Beispiel Gefühl. Sie erwartet auch eine gewisse Keuschheit in den anderen Sinnesorganen. Ich hatte mal eine junge Frau, eine Kollegin, ich bin ihr nicht böse, sie hatte keine negative Absicht, aber man muss dem so etwas dem Menschen sagen. Sie hat einfach die dumme Gewohnheit gehabt, ich weiß nicht, kommt das für ihre Brüder oder so. Sie hat, wenn sie mit dir geredet hat und du hast irgendwas gesagt, was ihr gefallen hat, dann hat sie die Hand genommen und hat dir wie im Fußball auf die Schulter gehauen. Wenn da jetzt ein Mensch ist, der verderbt ist in seinen Sinnen und das macht die Jungs Mädle ahnungslos, dann unter Umständen wird etwas erzeugt, ein Funke springt da über, der nicht gut ist. Also man sieht hier einfach etwas, ich muss aufpassen, was hier kommt. Da ist bei dem anderen vielleicht Verderbnis und der dritte handelt unvorsichtig und dumm und plötzlich hast du eine Situation, wo kommt das alles her? Vom Sündenfall. Sag mal, ein Mensch, der nicht gläubig ist, ein Mensch, der nicht bekehrt ist, ein Mensch, der nicht Vergebung der Sünde besitzt, der hat ja gar keine Chance, weil er sich nämlich erstens gar nicht auskennt, er hat ja keine Information und der Zeitgeist bewirkt ja, dass dieses Erführungszeichen Gebiet des Anstandes, was unsere Väter uns ja beigebracht haben, sehr deutlich, dass das kaputt geht. Also von daher hast du einen gewissen Wildwuchs und jetzt ist ein Riesenproblem vor uns. Man muss die Leute einfach sagen, diesem Problem kann man in der Menschheit nicht ausweichen. Das ist wesensmäßig unser Erbe vom Sünderfall. Man kann gar nichts tun. Ein Mensch kann dem nur entfliehen, indem er sich wirklich zum Herr Jesus bekehrt, indem er Vergebung der Sünde empfängt, indem er gereinigt wird durch Jesu Blut und vom Reich der Finsternis, wo das ja der Normalzustand ist, versetzt wird in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So steht es im Kolosser 1, 13. Er wird jetzt versetzt in eine neue Welt. Jetzt hat er plötzlich ganz andere Einflussgebiete für seine Seele, für seinen Geist, für sein Innenleben, für sein Herz. Und plötzlich wird er mit den göttlichen Dingen, nämlich in der Heiligen Schrift, das ist auch der Grund für die stille Zeit, und das Gebet wird er plötzlich ganz anders beeinflussen. Dann ist in dem Herz was ganz anderes drin. Ich denke, wenn das nicht da ist, haben wir sowieso keine Chance. Aber jetzt geht ein Paulus hin, der für mich ja wohl der qualitativste Gläubige war, Wiedergeborener, nicht Mensch. Der perfekte Mensch war der Herr Jesus, aber er war Gott. Er war Gott und Mensch in einer Person. Paulus war ein Sünder, der wiedergeboren wurde und von den Wiedergeborenen deucht er mich in der Schrift wohl mit einer der qualitativsten. Und ein Mann wie der Paulus muss sagen in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt.
Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das heißt, Paulus stellt fest, dass in der alten Natur, und wir wissen ja, dass der Geist wiedergeboren ist, dass die Seele der Kampfplatz ist und dass der Körper bis zur Auferstehung warten muss und der Mensch erst vollkommen von Gott her im Zustand der Erneuerung ist, wenn die Wiederkunft Jesu Christi geschehen ist, wenn die Auferstehung der Toten geschieht. Bis so weit ist, haben wir noch diesen Kampf, dass das Alte noch da ist. Und Paulus sagt, das ist für ihn ein Riesenproblem. Und in 1. Mose 6, Vers 12, da zeigt der Herr vor seinem Gericht über die Sünder zur Zeit Noahs, und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Und jetzt haben wir ein Problem, dass diese Verderbnis in unseren Herzen drin ist. Und wenn jetzt jemand zum Glauben kommt, also ich möchte es nochmals betonen, ohne dass man gerettet wird, ohne dass man Gottes Kind ist, hat man gegen diese Dinge eigentlich gar keine Chance. Man könnte mal ein bisschen menschlich gegensteuern, aber auf Dauer hilft es nichts. Sondern nur ein Geretteter hat überhaupt die Chance, diesen Dingen zu entgehen. Und Epheser 2, 1 bis 3 zeigt dann, wie der Teufel arbeitet. Sie redet dann davon, dass in diesem Bereich der Luft, gemäß diesem Zeitlauf, da steht Äon, das heißt dieses geistliche Zeitalter, dass dort ein Geist ist, nämlich in dem Fall die Finsternismächte, und er erklärt es, dass diese Geister, die vom Teufel ja auch gesandt werden, dass die etwas tun. Und zwar sagt in Vers 3 der Mitte, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, wir waren von Natur Kinder des Zorns wie die anderen. Das passiert beim Ungläubigen natürlich massiv, passiert aber auch beim Gläubigen bezüglich dieser alten Natur, dass einfach der Teufel über Gedanken und über Fleisch, wir haben vorher gelesen, das Fleisch ist verderbt, dass er über diese zwei Dinge etwas anzettelt. Und wenn wir unseren Text nochmals ins Gedächtnis rufen, die Bibel sagt ganz klar, was dann drin ist, kommt auf einen bestimmten Kanal raus. Und das ist jetzt ganz wichtig. Oft ist das Handeln, dass man etwas tut, erst die letzte Stufe. Vorher bereits hört man, was er sagt. Wenn ihr das Dritte Reich anseht, ein Reporter, ich denke es war ein Engländer oder ein Amerikaner, sagte, das Dritte Reich war nur Worte. Das stimmt. Es war Worte, es waren teuflisch, magische, dämonisch inspirierte Worte. Aber sie haben dann zu den Taten geführt. Und das, was Hitler getan hat und was diese ganze, das ist ja ein Kult, das ist ein germanischer Kult, was hier passiert ist, war schon weit vorher geschrieben und wurde dann auch verkündet. Das heißt, es wurde öffentlich propagiert und jeder, der Ohren hatte zum Zuhören, hat sofort erkannt, was hier los ist. Und das ist das Böse des Herzens, das sich dann über Worte äußert und es dann letztendlich sich auch in den Taten äußert. Aber jetzt rede ich ja von Gläubigen. Und hier kommen wir jetzt zum Punkt. Dieser innere Mensch, der kann sowohl der Worte als auch der Taten gereizt werden. In 1. Chroniker 21, Vers 1 sagt die Bibel, und das ist eine der Bibelstellen, die wichtig sind, Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Das heißt, der Teufel reizt das Fleisch. Nur, es gibt eine Parallelstelle. In 2. Samuel 24, und dort heißt es, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel, und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Jetzt können wir sagen, wer hat jetzt der David gereizt, der Teufel oder Gott? Es ist genau das, was das Neue Testament beschreibt, dass Gott dahin gibt, und der Teufel dann letztendlich die Prüfung an diesem Menschen vollzieht. Es ist erschreckend, man lese das Buch Hiob, die ersten zwei Kapitel, aber es ist einfach so. Das heißt, da ist etwas Böses in mir und es kann zur Reizung meiner inneren Haltung kommen. Es kann kommen, dass ich provoziert wäre, dass ich regelrecht, wie man, ich habe jetzt seit langem mal wieder, gestern habe ich auf einem normalen Herd, ich bin ein Mensch des Wasserkochers, muss ich ehrlich dazu sagen, ist mir zehnmal lieber, weil es schneller geht und unkompliziert ist. Ich habe jetzt seit langem mal wieder einen Zico benutzt, ich musste, aber hat nichts mit Kochen zu tun gehabt. Ich musste was heiß machen und da ist mir wieder aufgefallen, wie das geht. Es kocht langsam hoch und dann kommt es zur Explosion. Wenn ich den Dinger nicht runtergenommen hätte und das Ventil geöffnet hätte, wäre explodiert. Und genau das passiert mit dem Herz des Menschen. Das heißt, da wird langsam bearbeitet.
Du kriegst Einflüsse über das Auge, über das Ohr, über das Gefühl, über dein Befinden. Du kriegst Einflüsse ohne Ende. Und dein innerer Mensch, der fängt jetzt auch aufzukochen, wie ein Sikomatik. Das heißt, da ist kein Ventil. Es ist kein Ventil da. Und jetzt kommt letztendlich das, was für uns zum Problem wird, dass es dann sich entlädt über die natürlichen Kanäle, man könnte sagen, die sich als Ventile anbietet. Und das ist zuerst einmal von unserem Text her das Reden. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Dann irgendwann explodiert es und dann kommt es raus. Und dann kommt oft was viel Schlimmeres raus, als man will. Das will man oft gar nicht. Das ist dann unkontrolliert, weil es aus dieser Stausituation kommt. Es gibt noch was Schlimmeres. Es gibt auch Menschen, die dieses Ventil dann lassen und es zumachen und dann schwelt es weiter. Und dann kommt auch das Ventil des Redens nicht zum Tragen, sondern dann geht es in die letzte Ebene und dann kommt es zur Tat. Und das ist das, was man im Strafrecht und auch bei den Verbrechern die Affekthandlung nennt. Dass jemand dem anderen gar nichts tun will und schlägt ihn tot. Ich möchte ausdrücklich betonen, Kain und Abel war keine Effekthandlung. Es war das Böse, das hier explodiert ist, und zwar ihrer Art und Weise, wo man sagen muss, ich unterstelle jetzt einfach, ohne dass ich es beweisen kann, keine völligste Absicht. Effekt ist was anderes. Beim Effekt will ich es gar nicht, sondern ich entgleite, weil das Ventil des Reden nicht da wäre. Darum ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man redet. Sondern das Ventil hat nicht funktioniert und dann ging es in den Körper und irgendwann ist die Seele so voll, ist das Herz, so explosiv, wie ein Sikomatik, und dann kommt es zur Explosion. Dann tut jemand was ihm bitter leid tut, solange er lebt. Wisst ihr, so sind Ehen gescheitert, so sind Handgreiflichkeiten passiert, so sind Berufsschienen zerstört worden, so sind auch brüderliche Verhältnisse zerstört worden. Oft ging es dort über das Ventil reden, aber es kam auch zu Handgreiflichkeiten. Ich habe jetzt wieder mitgekriegt, in einem Parlament haben zwei geredet und plötzlich fängt der andere zu verhauen. Gell? Ja, da muss ich ja sagen, das ist ja völlig unsinnig. Es sind gebildete Menschen, das sind Menschen, die normal sind, die ein Niveau haben, und plötzlich verhauen die sich. Übrigens ist in den östlichen Ländern scheinbar eher gang und gäbe, dass die sich verprügeln da im Parlament. Aber man muss einfach sagen, wie kann ein vernünftig denkender, wirklich mit Niveau und Bildung ausgestatteter Mensch sowas tun? Man könnte aber auch noch viel gefährlicher fragen. Wie kann jemand, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, wie kann jemand, der gewaschen ist im Blut des Lammes, ein Gotteskind, wie kann ein Gotteskind so manchmal ähnliche Reaktionen, sowohl mit dem Mund als auch mit der Tat, fähig sein? Mir geht es heute Morgen nicht um die körperliche Tat, sondern mir geht es um dieses Ventil des Redens. Ich behaupte jetzt einfach Folgendes. Wenn man das Ventil des Redens oder, ich sage es einmal so, das Herz an der richtigen Stelle entleert, ist die Gefahr für einen Gläubigen gleich null, dass etwas passiert. Das heißt, es gibt hier biblisch vorgegebene Mittel, wo man dem ganz aus dem Weg gehen kann. Und was mich immer begleitet hat, weil ich ja auf dem Sektor eher ein bisschen vielleicht mehr Problem habe wie andere, ist Sprüche 10,19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Das heißt, das Reden ist eine Gefahr. Und die Bibel sagt, wo viele Worte sind, kannst du oft nicht verhindern, dass irgendwas Sündhaftes reinkommt. Das ist einfach so. Und ich hatte einen Chef, der hat es natürlich einseitig benutzt. Wenn er es gemacht hat, war es okay, aber wenn wir es gemacht haben, war es nicht okay. Und zwar, es gab in den 70er Jahren, denke ich, da war ich noch nicht gläubig, gab es ein Lied von einer israelischen Schlagersängerin, die hat Ali Alavi geheißen. Es war damals ein richtiger Hit in Deutschland. Und ich war damals noch nicht gläubig, ich war noch junger, also Spund mit 15, 16. Auf jeden Fall, das Lied hat geheißen, und da war ein Refrain drin, ich weiß nicht mehr, wie das Lied geheißen hat, aber der Refrain, der ist mir hängen geblieben, auch weil es mein Chef immer gesagt hat, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Wenn mein Chef uns niedergemacht hat, war es okay, aber wenn er dann mal eine zurückkriegt hat, hat er immer gesagt, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Von daher habe ich mir das gemerkt, ich habe das mindestens, was nicht wie oft gehört. Sei ja okay, aber ihr versteht etwas, da ist was dran, da ist eine tiefe Wahrheit dran. Wenn aus einem gepressten Herzen, das bedient wurde über diese vier Kanäle, Auge, Ohr, Gefühl und auch, da gehört noch die andere Sinne, nehmen wir es pauschal, der Rest voll von allem, Gefühlshaushalte zukommt,
dann passiert etwas, dann kann es zum Stau kommen. Und wenn man diesen Stau nicht abbaut, die Spannung nicht wegnimmt, beim Sigmatik ist es einfach, du öffnest das Ventil und der Dampf geht weg. Wenn man das nicht tut, kommt es zur Explosion, und zur Explosion in der Regel kommt es beim Gläubigen immer zuerst schon mal durch Worte. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass das wie ein roter Faden durch die ganze Schrift durchgeht. Und wenn man jetzt zum Beispiel Hiob 19, Vers 2 liest, dann sagt er, wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten niederdrücken? Also meine Frau ist sehr ehrlich, sie sagt mir also relativ deutsch, was auch Sache ist. Mein Vater hat mal zu mir einen Satz gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist. Und der ist immer wieder mal gefallen. Und der hat mir eingeleuchtet. Am Anfang habe ich gedacht, ihr gesagt, so kann bloß eine Frau denken. Aber ich bin dann dahinter gekommen, dass sie recht hatte. Sie hatte recht. Und sie hat zu mir mal gesagt, für das, was du soeben zu mir gesagt hast, zwar kam aus so einem Pressherz heraus, hättest du mir lieber Ohrfeige gegeben. Niemals, ich würde ja nie wagen, eine Frau anzurühren auf diese Art und Weise. Aber sie sagt dann, es wäre harmloser gewesen. Da ist bei mir zuerst schon mal das Weltbild zusammengebrochen. Und im Laufe der Jahre ist es mir klar geworden, dass das Reden so etwas Bösartiges sein kann, dass es zerstörerische Wirkung hat. Und vor allem beim Ungläubigen, dort ist das ja gar nicht kontrolliert. Beim Gläubigen sollte es kontrolliert sein, beim Ungläubigen ist es ja gar nicht kontrolliert. Da sagt Römer 3, 13, und ich denke, das muss man sich vergegenwärtigen. Du kannst denen manchmal gar nicht böse sein, weil sie können ja nicht anders. Dort heißt es, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Ottergift ist unter ihren Lippen. Das ist der Normalzustand, da kommt eine Flut von Bösartigkeiten. Und jetzt kommt ein Satz, und damit müssen wir etwas feststellen. Dasselbe, was hier beim Ungläubigen laut Epheser 2, der erste drei Verse passiert, ist laut Jakobusbrief auch bei den Gläubigen der Fall. Das heißt, es ist nicht nur etwas, das wirkt bei Ungläubigen, sondern wirkt auch bei Gläubigen. Aber darf ich was sagen? Wisst ihr, das gepresste Herz hat viele Ventile. Es kann auch mal sein, dass das gepresste Herz nicht redet. Und jetzt möchte ich betonen, dass Schweigen genauso gefährlich sein kann. Ich sage einfach, dass dieser Stauzustand der Seele muss aufgelöst werden. Das muss raus. Und dazu ist ein Mittel das Reden, was kein Mittel ist, ist sicher das reine Schweigen und es in sich hineinzufressen, weil dann kommt es zur Tat in der Regel. Und Jakobus sagt jetzt etwas, wenn es dann zur Entladung kommt. Ich sage jetzt nicht, dass Entladen falsch ist, aber ich zeige gleich, wo man entladen muss und wie. Zumindest normale Entlade ist falsch. Jakobus 3,5 sagt, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an? Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis, da könnte man übersetzen, der Familie, die Familie, Szene, den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Und dann sagt er ganz klar, der Mensch kann das Übel nicht kontrollieren, er kann es nicht beherrschen, er hat es nicht unter Kontrolle, und das ist richtig. Man kann mit diesem gepressten Zählezustand, auch bei Gläubigen, wenn das da ist, nicht kontrollieren, es geht nicht. Das ist ungeheuer wichtig. Wisst ihr, das hat zuerst schon mal gar nichts mit Glauben zu tun, das ist einfach mal eine Tatsache vom Sündenfall her, das jeder Mensch am Hals hat. Und von daher, ich habe das ja festgestellt, geht einmal in euch, prüft euer Leben. Wenn meine Kinder zu mir was sagen und ich bin normal strukturiert, da kann ich alles wegstecken. Da lächle ich vielleicht und gebe eine spitze Bemerkung zurück, aber wehe, wenn ich schon angeschossen bin. Wenn mein Seelenbereich schon verletzt wurde. Wenn schon Potenzial da ist. Ich schon gereizt bin innerlich. Dann passiert Folgendes, dann kommt auch bei mir, nicht bloß zum Beispiel meine Kinder gegenüber, auch andere Gläubige gegenüber, kann es plötzlich sein, dass eine Antwort kommt, die zwar immer noch das sagen will, was ich sagen möchte, die aber einfach übers Ziel rausgeht. Und das ist zum Beispiel ganz gefährlich, es ist mir auch schon in der Verkündigung passiert, wenn du da nicht aufpasst, dann machst du was kaputt, das muss man ehrlich zugeben. Und vor allem im persönlichen Gespräch kann das passieren. Und dann haust du jemand eine und hinterher müssen alle haben tageweise zu tun, dass man das wieder in Ordnung bringt. Es wäre gar nicht nötig, wenn dieser Stauzustand entladen würde. Jetzt wird dieser Stauzustand entladen einem Menschen gegenüber, der vielleicht zurzeit der gleiche Stauzustand hat. Und jetzt ratet einmal, wer dann kommt und das ausnutzt. Niemand anders wie der Teufel, der das gezielt gegeneinander loslässt. Und da kommt in der Regel auch jedes Eheproblem. Wisst ihr, wenn ich sehe,
Ich war 30 Jahre im Kundengeschäft einer Bank tätig. Wenn man mir über etwas nichts erzählen muss, dann über den Mensch, über letztendlich Ehe. Wisst ihr, ich hab genug gesehen. Wenn eine Scheidung oder irgendwas war, oder wenn Terror war, oder wenn die Frau dann hingegangen ist, ist bei mir auch passiert, ist gekommen, Wut entbrannt, und dann habe ich mit der Frau das Schließfach unten, wo die Wertgegenstände drin war, ausgeräumt. Peinlich war es immer, wenn dann die Versöhnung am Tag drauf stattgefunden hat, und der Mann kam dann mit ihr, und dann war der nämlich mit mir beleidigt, dass ich ihr geholfen habe, auszuräumen. Wisst ihr, das war immer das Gleiche. Solche Szenarien kenne ich bis zum Geht nicht mehr, und ich weiß genau, wie die Menschen reagieren. Ich weiß auch genau, wie Worte, ist euch klar, es gibt Worte, wenn die raus sind, kannst du es nicht mehr reparieren. Ich hatte mal ein Gemeindegespräch. Und ich habe der Schwester drei Dinge erklärt. Und da habe ich einen strategischen Fehler gemacht. Ich habe das, was sie geärgert hat, wo die Seele schau, folgt mir klar, jetzt ist aus. Und es hat sich dann nachher herausgestellt, sie hat vor allem, was ich dann hinterher sagte, wo ich das Ganze erklärt habe und versucht habe, in friedliche Beine zu gehen, sie hat es nicht mehr gehört. Es blieb nur meine erste Bemerkung übrig. Meine erste Bemerkung hatte zwei Wurzeln. Meine Unvorsichtigkeit, damals vielleicht nur meine Unwissenheit, und die gestaute Herzenssituation dieser Schwester. Merkt auf, was ich raus will. Wir müssen das als Gläubige in den Griff kriegen. Wir müssen lernen, das zu tun. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass die Bibel zum Beispiel lehrt, dass alle Menschen Lügner sind. Das kommt auch vom Sündenfall. Also ein Mensch einfach zur Lüge neigt, selbst wenn er es nicht will. Und mir ist auch aufgefallen im 1. Mose 4, es heißt vor Kain und Abel, sie haben zuerst geredet, und als Folge von dem Gespräch schlägt er ihn tot. Wisst ihr, und es ist einfach so, wenn ein gepresster Seelenzustand da ist und ich heb den nicht auf, dann kriege ich ein Problem. Und das mit der Lüge, dass das einfach drin ist, Johannes 8, Vers 44 sagt, euer Vater ist der Teufel und der Teufel ist ein Lügner. Wisst ihr, in dieser Welt ist die Lüge das Normale. Ich weiß nur, mit das Schlimmste für mich, als ich zum Glauben kam, war, dass du im Bereich wie einer Bank arbeitest, wo es völlig normal ist, wenn der Kunde anruft, dass die Sekretärin sagt, der Herr sowieso ist jetzt nicht da. Weil der hat jetzt gerade keine Zeit. Also er kennt mindestens davon ausgehen, dass 50% von dem nicht stimmt, was da gesagt wird. Und es gibt ganz wenige. Ich habe meinem Chef dann gesagt, wo ich zum Glauben kam, habe ich gesagt, nö, meine ich nicht. Und dann fängt der Kampf des Gläubigen an. Ich habe dann so einen Trick geübt, das geht ja auch. Ich habe dann das Telefon abdeckt, habe zu dem Kunden gesagt, einen kleinen Moment, habe einfach gewartet, und mein Chef, es war dann wichtig, dann ist er gegangen, der hat weg müssen, und wie er dann zur Tür raus ist, habe ich gesagt, er geht gerade weg, Entschuldigung. Aber ich habe nicht gelogen. Wisst ihr, das ist einfach so, man muss das nüchtern sachlich sehen, der Mensch hat es in sich. Und wenn du mit dem in der Welt, in der Familie, im Beruf, in der Schule, in Berührung kommst, dann bist du nicht vorbereitet. Wisst ihr, warum wir nicht vorbereitet sind? Das ist mir auch klar geworden. Weil wir von dem geprägt sind und weil unser Inneres das gar nicht als Fremdkörper anzeigt, weil es ja Wesen ist, der alte Natur. Wenn du aber im Geiste wandelst, wenn du jetzt tief geistlich reagierst, dann wirst du auch die Warnsignale des Heiligen Geistes erkennen und bist vorbereitet, wenn es zur Situation kommt. Aber ich gehe jetzt zuerst einmal davon aus, dass man nicht vorbereitet ist und dass diese Sache im Herzen explodieren kann. Und um seine Seele überhaupt, ich zeige nachher, wie man sie entleert, das ist mir wichtig, aber um seine Seele gar nicht erst in so einen Zustand kommen zu lassen und sich von vornherein als Gläubiger anzugewöhnen, hier dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, gibt es ein Mittel. Ich lese uns Psalm 17, Vers 3, und zwar der zweite Teil, aber wie es fast wörtlich heißt. Also Schlachter übersetzt, er sagt, da man sich nicht mit Gedanke oder mit dem Mund vergangen hätte. Also ganz wörtlich ist das ein ganz seltsamer Gedanke. Und zwar der Gedanke lautet, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Ich wiederhole es. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Man kann sich ergewöhnen, dass man letztendlich nicht mehr sagt, als man innerlich wirklich denkt. Das ist eine Frage des Niveaus. Wisst ihr, was das bedeuten würde? Das bedeutet, dass ich niemand mehr schmeichle, wenn ich es gar nicht so meine. Das bedeutet aber, dass ich nicht aus taktischen Gründen einem eine reinhaue. Bloß wenn ich denke, der braucht es jetzt mal wieder. In Wirklichkeit meine ich es gar nicht so, aber sage, jetzt braucht er mal wieder den Dämpfer, dann haue ich drauf. Das ist genauso falsch. Sondern ich kontrolliere meine Gedanken, und das, was ich wirklich denke, sage ich. Und dann bin ich nämlich wahrhaftig im Bereich, wo man mir vertrauen kann. Aber jetzt kommt das Böse.
Wenn das gewährleistet ist, dass ich nach außen hin ein gewisses Niveau habe, muss ich natürlich aufpassen, dass der Seelenbereich dann auch richtig entleert wird. Wenn nämlich der Seelenbereich nicht entleert wird, dann wird Folgendes passieren. Da kann ich mir noch so vornehmen, nur das zu sagen, was ich denke, kann noch so gute Vorsätze haben, noch so niveaumäßig mich kontrollieren, dann wird das angestaute Potenzial in meinem Seelenbereich mich überrollen, wenn man das nicht kontrollieren kann. Und die Bibel ist hier an dem Punkt zwar keusch, wir werden es aber nachher sehen, aber sie sagt eindeutig, dass man das entleeren muss. Die Frage ist halt wo? Wenn du es über Worte entleerst gegenüber Dritten, dann musst du mit rechnen, dass du eine Bombe zündest. Du musst rechnen, dass du bösartige, geistliche, darf ich sagen, Schrott, oder soll ich sagen, Schrot mit einem T, verschießt. Du wirst Munition verschießen, oft kleine Kügelchen, die nicht unbedingt zum Tod führen, die aber andere wirklich in Nöte bringen. In Sprüche 13,3 sagt die Schrift, wer auf seinen Mund Acht hat oder Acht gibt, behütet seine Seele. Dieses Zusammenspiel zwischen Geist und Seele und dem Reden, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Gläubiger verstehen muss. Ich zeige es nachher, ist eigentlich ein einfaches Problem, wenn man es richtig macht. Im Psalm 42, Vers 6 sagt die Schrift, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, dem werde ich noch danken. Da zeigt sie einfach etwas, wenn eine Seele sich nicht auf Gott konzentriert, wenn eine Seele nicht zu Füßen Jesu liegt, dann wird sie automatisch unruhig, dann wird sie gepeitscht, dann wird sie aufgeheizt, dann fängt sie an, geistlich, menschlich, seelische, ich sag's mal, Problemfelder wie auf einem Sikomatik hochzukochen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es knallt. Und auch im Alten Testament hatte die Gläubiger erkannt, dass das, was aus dem gepressten Herzen dann in Worten herauskommt, so wie der Jakobus sagt, dass das von der Hölle inspiriert ist, oder benutzt wird, missbraucht wird. Ich sage nicht, dass dann alles teuflisch ist. Da reicht ein Wort, ein Satz, der reinrutscht, wo die Hölle dann dazwischen fährt. Das reicht. Wisst ihr, es kann alles recht sein, und dann kommen zwei, drei Sätze, die der Teufel benutzt, und dann zerstörst du Dinge. Wisst ihr, es ist oft so, du denkst dir doch gar nichts dabei. Wisst ihr, mir passiert das im Geschäft manchmal. Ich denke doch nicht, wie jeder jetzt gerade heißt. Gell? Ich habe eine Kollegin, die heißt schlecht. Gell? Und dann sage ich zu der, ohne überhaupt was zu denken, das ist schlecht, Frau schlecht. Na, erst muss kommen. Die hat natürlich geglaubt, der will mich veräppeln. Gell? Ich war klar, wollte ich gar nicht, ich habe nicht dran da. Dann habe ich einen Kollegen, der heißt Schneider, zu dem ich am Freitag gesagt, wenn Sie das so machen, sind Sie aus dem Schneider. Dann sagt er, danke. Ihr begreift, ich wollte doch da nichts Böses. Aber wenn der jetzt denkt, der Kaufmann ist ein ganz spitzer Hund, und das ist wohl ein ganz fieser Knilch, der versucht mir, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber der versucht mir jetzt indirekt eine reinzuhauen, na, ist schon passiert, wo kam das her? Ich war unter gewissem Stress, und meine Seele war auch schon ein bisschen aufgekocht, und dann denkst du doch nicht, was du sagst, Schwester. Und genau um das geht's mir. Ich muss mir bewusst sein, dass ich nicht immer das tue oder sage, was ich sagen will. Und wenn ich das nicht tue, bin ich gefährdet. Und zwar mir selber gegenüber, dann habe ich nämlich schlechte Gewissen. Und was noch schlimmer ist, Dritten gegenüber, dass ich Menschen verletze mit dem, was ich sage. Was will Gott? Es ist so einfach, dass es fast schon erschreckend ist. Und das ist das, was mich immer tröstet, dass die Bibel ein einfaches Buch ist und dass die ganzen Mittel, wenn man sie geistlich liest, ganz einfach sind. Wisst ihr, was passiert? Ich muss entladen. Wenn ich das nicht tue, kommt eine automatische Entladung. Und die kommt entweder nach einem Stau, nach außen durch Worte oder nach innen. So entsteht Depression, indem ich es niederschweige und immer mehr heize und immer mehr schweige, und so entsteht Depression. Oder sie entsteht, wenn dann ich das auch nicht mehr aushalten kann, durch Tat. Man sagt ja, es rastet jemand aus, das stimmt, das ist so. Oder als Drittes bei Gläubigen auf der milden Ebene, einfach indem man mit Worte verletzt. Was soll ich tun? Wisst ihr, ich gehe jetzt einfach davon aus, ich weiß nicht, was in eure Herzen sich jetzt abspielt, aber wenn ich das so beschreibe, beschreibe ich eigentlich so, was sich bei mir auch abspielt. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, ihr seid alle normale Menschen, großteils sicher gläubig, wiedergeboren, und ich muss doch ehrlich zugeben, der Gläubige hat das Problem. Und jetzt was tun? Und da gibt es eine Geschichte, die hat mich erschüttert. 1. Samuel 1. Die Geschichte der Hannah. Ihr kennt sie ja, Vers 2. Die eine hatte Kinder, die andere hatte keine Kinder, und die Peninna hatte letztendlich wohl Eifersucht im Herzen. Und zwar, sie hatte aus einem ganz Grund Eifersucht im Herzen, weil die Bibel ganz klar sagt, dass der Mann die Hannah mehr geliebt hat wie die Peninna.
Ich habe ja schon mal erklärt, dass es hier bestimmte Probleme gibt. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Es kann vieles sein, was ein Mensch mehr liebt wie andere Dinge. Das kann auch sich auf Menschen beziehen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, möchte nochmal erzählen. Es war ein Französisch, also ein Elsässer Evangelist, der die erzählt hat. Und sie geht mir bis heute nach. Man hat ihn gefragt, wir haben für einen Kranken gebetet und wir haben für die Katze vom Nachbar gebetet. Oder für ich glaube, es war sogar seine Katze. Wir haben für die Katze gebetet. Der Mann, der Nachbar, ist nicht gesund geworden, die Katze ist gesund geworden. Dann haben wir gerätselt, wieso hat Gott das eine Gebet erhört und das andere nicht. Und dann sagte der Evangelist was Bitterböses. Er hat es sarkastisch gemeint, aber er hatte recht. Er hat gesagt, das Ding ist einfach. Der Nachbar hat er nicht geliebt, aber seine Katze hat er geliebt. Und von daher ist halt was passiert. Folglich hat er völlig anders gebetet, folglich ist er völlig anders vorgegangen. Und hier war ein Mann, der hatte zwei Frauen, war ja im alten Bund teilweise nur toleriert. Neuer Bund völlig verboten. Aber hier sieht man etwas, und zwar, da hat die eine Frau hat einfach gemerkt, obwohl ich Kinder habe, müsste ich ja besser sein, weil Kinder sind letztendlich von dem Alten Testament her Segenslinie. Es war die Altersversorgung, es war das, was wichtig war. Und wenn eine Frau Kinder hatte oder gar Söhne hatte, dann war sie wichtig. Wisst ihr, ich sage mal so in die 50er Jahre, warum hat der Schah von Persien die Soraya weggeschickt? Ganz einfach, weil sie keine Kinder ihm gebären konnte, die er wollte. Oder manche Königshäuser, wenn sie bloß Mädchen gebären, dann geht es auch nicht. Also diese Dinge sind hier auch vorhanden gewesen bei dieser Hannah. Und diese Hannah war sicher das, ich sage mal so, das wohl friedlichere Geschöpf, und der Mann hat die Frau mehr geliebt und die andere, obwohl sie den Vorteil hatte, sachlich. Und das ist ganz wichtig. Glaubt doch nicht, dass auch bei Gläubigen immer nur die frustriert sind, die jetzt letztendlich eine schlechte Situation haben. Ich habe im Reich Gottes festgestellt, dass es nicht nur die sind, denen es schlecht geht. Es sind oft die Gläubiger, denen es noch menschlicher Maße gut geht in jeder Beziehung. Die gesunde Kinder haben, wo der Mann einen guten Beruf hat, wo die Frau angenehme Person ist, wo eigentlich alles so auf den ersten Blick stimmt. Und da triffst du plötzlich auf eine Bitterkeit ohne Ende. Und wenn du bohrst, stellst du fest, da war ein Teilbereich des Lebens, den man nicht letztendlich hat entleeren können vom Herrn. Und dann ist es entleert worden gegen Menschen. Und da kommt eine Bitterkeit ohne Ende. Oder das Dritte ist, dass dann wirklich zur Tat kommt und dann siehst du auch Leute plötzlich, dass sie ihre Gemeinde nicht mehr besuchen. Sie geht dann weg von der Gemeinde. Sie schmollert, sie geht weg und im tiefsten Herz erschwellt etwas, was aber die ganze Zeit wie bei Musikomatik hochgekocht wurde. Jetzt kommt das Entscheidende bei dieser Hannah. Und zwar diese Peninna konnte ihre Eifersucht nicht mehr bezähmen, obwohl sie die Gesegnete war nach jüdischen Maßstäben. Und immer wenn es zur Anbetung ging, das ist ja das Teuflische, wenn es in der Gottesdienst ging. Und das habe ich auch festgestellt. Diese Dinge laufen bei Gläubigen oft im Gottesdienst ab, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Und das ist eigentlich für uns als Gläubige dramatisch, wenn im Gottesdienst sowas abläuft. Und zwar, sie gehen nach Silo, um zu opfern, Vers 3. Und es heißt jetzt, Vers 5 und 6, Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Das war das Problem. Aber der Herr hat ihren Mutterleib verschlossen. Es war sogar von Gott als Erziehungsmaßnahme gewünscht. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr. Und hier haben wir einen Punkt, das war praktisch die Frau, die sich zurückgesetzt fühlte. Und zwar mit kränkenden Reden über sie, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Wisst ihr, das kann ganz einfach sich abgespielt haben. Ich glaube nicht, dass die Peninna das plump gemacht hat. Ach, das kann nur sein, dass sie gesagt hat, ach Hannah, eigentlich beneide ich dich, was, du hast ja so schön, du musst die Kinder nicht richten, wenn wir jetzt darauf gehört, ich muss schon wieder die Kinder richten, ich komme unter Stress. Ist das so eine Bemerkung reicht? Das ist die Bemerkung einer Giftschlange, sei mal ganz vorsichtig, da man hier uns richtig versteht, ist aber wunderbar geistlich verpackt. Und dieses Giftverspritzer habe ich in der Gemeinde Jesu oft genug erlebt. Ihr begreift, das kommt aus diesem gestauten Herzen. Dass man uns richtig versteht, jeder Gläubige neigt zu dem, jeder. Und wenn er das nicht lernt, das wegzukriegen, wie wir gleich sehen werden, dann geht er letztendlich schwere Wege in der Gemeinde Jesu. Das nächste, und zwar das Vers 7, und das ist natürlich das Problem, Schwelbrand nennt man das in der Welt, eine kleine Flamme, die dahin schwelt, und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, die haben sich nicht hier gegenseitig bekämpft, solange die im Normalfeld waren, sondern sie haben sich bekämpft, wenn es zum Recht Gottes geht. Kränkte jene sie so, dass sie weinte und nicht aß. Das heißt, bei der Hannah kam die Botschaft an. Und der Mann hat es auch gesehen. Jetzt geht der Mann hin. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn das passiert, hilft menschlicher Trost nichts.
Ist euch klar? Möchte ich betonen. Da hilft der menschliche Trost langfristig nichts. Er hilft kurzfristig, aber langfristig hilft er nicht. Der Mann geht nämlich hin und sagt, warum weinst du, Hannah? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Er sagt dir praktisch, du bist meine Lieblingsfrau. Und selbst wenn du keine Kinder hast, bist du mir wertvoller wie die andere. Da müssen wir doch sagen, jetzt müsste die Frau aufblühen. Nein, dieses Potenzial, das hier ausgelöst wurde durch diese Giftelei, hat in der Seele bereits zum Stauzustand geführt in diesem Herzen. Und da ist das Dynamit, liegt da. Das wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis es explodiert wäre. Und jetzt macht die Hannah das Richtige. Und das ist das, was für uns wichtig ist. Wir Gläubige müssen diese Stauzustände unserer Seele abladen. Das heißt, die kann man nicht verarbeiten. Entschuldigung, es geht gar nicht. Das muss raus aus dem Herzen. Raus muss es. Nur es muss an der richtigen Stelle raus. Wisst ihr, und die Hannah, die hat es begriffen. Und das ist das, was mich an dieser Frau fasziniert. Man sagt ja immer, glaubensmäßig und so. Es war was ganz anderes. Sie hat hier den entscheidenden Punkt erkannt. Vers 10, sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie macht keine Heuchelei vom Herrn, sondern sie beginnt, ihr Herz zu öffnen. Wisst ihr, und das ist dir das Rätsels Lösung. Sie öffnet ihr Herz für uns Gläubige. Ich öffne mein Herz vor meinem Haupt. Der Herr ist der Herr der Gemeinde oder vor meinem Vater im Himmel. Es gibt ja einfache Regeln. Wenn es um dienstliche Dinge geht, ist der Herr Jesus das Haupt, das steuert. Wenn es um Sache der Kindschaft geht, ist der Vater im Himmel mein Vater, bei dem ich das Herz ausschütte. Und jetzt sagt sie was ganz Einfaches. Sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Ihr begreift was ist. Es gibt hier zwei Kanäle. Der eine Kanal sind die Lippen, wo noch wirklich was rauskommt. Und wenn man das auf Menschen richtet, dann kommt die Bombe aus dem Herz raus. Aber es gibt einen zweiten Kanal. Man kann das Herz auch innerlich, ohne dass man was sagt, kann man es entleeren. Nämlich im stillen Gebet Gott gegenüber. Und die Frau macht jetzt etwas. Und es ist ganz wichtig, was sie tut. Sie macht es ehrlich. Sie sagt, ich bin elend, ich bin betrübt, ich bin verletzt, ich bin kaputt. Sie macht es ganz ehrlich. Sie heuchelt da nicht und sie verdrängt auch nichts. Sie sagt Gott ganz ehrlich, was in ihrem Herzen sich wirklich abspielt. Das ist das, wenn du zu mir Jesus kommst und sagst, Herr Jesus, guck her, ich bin unmöglich, aus dem und dem und dem Grund. Und das wirklich ehrlich auf den Tisch legt. Und es heißt sogar, sie weinte sehr, sie war erschüttert bis aufs Blut. Und jetzt heißt es ganz nüchtern, in dem Fall, dass sie es im Herzen bewegt hat. Und die andere denken sogar, sie sei betrunken. Aber in Vers 15 erklärt sie das. Und da sieht man, dass die Menschen das nicht verstehen. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ihr versteht? Geschwister, sind wir ehrlich. Rein wenn zwei Charaktere aufeinandertreffen, wenn zwei verschiedene Grundsituationen vorliegen, ist es manchmal gar nicht abwendbar, dass man sich ärgert. Ist es gar nicht abwendbar, dass man was tut, was der andere ärgert. Das geht oft gar nicht anders. Das heißt, dass die Seele befüllt wird, dieses Herz hochgepusht wird, das ist manchmal nicht zu verhindern. Ich kann da nichts dagegen machen. Aber ich kann verhindern, dass es zur Bombe wird. Ich muss es abladen. Und das Dümmste, was ein Gläubiger tun kann, ist, dass er es gegenüber Menschen ablehnt. Sondern dann muss man die Gläubigen so weit bringen, dass sie hingeht, in der Stille, sich vor Gott öffnet, ihr Herz wirklich aufmacht und schonungslos beim Herr ihr Herz ausschüttet, wie es hier eine Hannah macht. Das ist interessant. Sie ist dann so innerlich zur Ruhe gekommen, dass sie zu diesem Hohepriester, der ja selber Sünde geduldet hat und nicht in Ordnung war, sagt, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und so ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig auf. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und jetzt kommt was. In dem Moment, wie die Frau die Bombe entschärft, versteht ihr?
Die Bibel sagt, es gibt Situationen, wo der Herr dich nicht erhören kann, wo er deine Gebete nicht erhören kann. Zum Beispiel, wenn Zweifel da sind, wenn Frustration da ist, wenn Hader da ist, wenn Zerrissenheit da ist. Jetzt ist die Frau frei. Sie hat dieses Potenzial, wo sie zur Bitterkeit geführt hat, das sie dauernd dazu gebracht hat, dass sie innerlich kaputt geht, dass sie innerlich dauernd diese Zustände hat. Die hätte auch depressiv werden können in der heutigen Zeit und hätte kaputt gehen können. Das ist überhaupt keine Frage. Sie öffnet das Herz, lässt es raus, und zwar an dem Ort, wo es Gott haben will. Sie schüttet ihr Herz Gott aus, und das ist der einzige Weg, dieses Herz zu lösen. Es gibt Dinge, die brauchst du keinem Menschen zu erzählen. Geh in die Stille, geh zu Gott, ruf den Namen des Herrn an, dort gehört es hin, weil der Mensch dich gar nicht versteht in der Tiefe. Drum sagt doch der Hebräerbrief in 2, 4, 7, dass wir einen hohen Priester haben, der unsere Schwachheit erkennt, der unsere Verkehrtheit kennt, der unsere Verderbtheit kennt, der die Bösartigkeit unseres Herzens kennt und der, und man höre und staune, Mitleid hat mit uns. Der das versteht. Und der Herr wartet doch bloß drauf, dass man hingeht und bei ihm das Herz ausschüttet. Und wisst ihr, was dann passiert? Das gleiche wie bei Hannah. Dann kommt mein und dein Herz zur Ruhe. Dann ist Friede. Dann nagt der Wurm, der ja in der Hölle nagen wird, in die Ewigkeit, der wird dann nicht mehr nager. Wisst ihr, dass man dann innerlich sich zerfrisst, es hört alles auf, plötzlich wird das Herz frei und als Folge davon wird mein Angesicht sich verändern. Ich werde wieder strahlen, ich bin wieder kommunikationsfähig, ich bin wieder letztendlich fähig, mit Menschen umzugehen, und als Folge davon erhört der Herr meine Gebete, und dann kriegt sie Samuel, was ja bedeutet, dass Gott praktisch das Gebet erhört hat. Und jetzt kommt das, was Gott tut. Jetzt löst er ihr Problem so nachhaltig, dass sie dann noch nicht bloß ein Kind kriegt, sondern mehrere. Das heißt, es kommt die Fülle des Segens in Christus Jesus. Und wir sind oft so, dass wir letztendlich den Segen selber zerstören mit unserem Herz, weil wir selber verletzt sind. Wenn wir nicht beim Herrn abgeladen haben, dann schlagen wir es dem anderen um die Ohren. Das ist normal. Aber falsch. Es ist normal vom Wesen her, aber es ist falsch, vor allem bei Gläubigen. Wir müssen unser Herz beim Herrn abladen. In Klagelieder 3 ist ungeheuer Wichtiges. Also uns haben die Alter beigebracht, wenn du es in der Jugend nicht lernst, dann im Alter hast du keine Chance mehr, weil dann läuft's. Und ich denke, das ist der wichtiger Punkt. Ich lese Klagelieder 3, Abvers 25. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so bete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnade. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss lernen, zu schweigen. Da ist jetzt, sagt man, in jungen Jahren, das gilt Männer wie Frauen, einfach junge Menschen müssen das lernen, zu schweigen und zu ertragen. So wird man Persönlichkeit. Aber das Problem ist, wenn man still ist und schweigt und erträgt, ja, dann staut sich die Seele. Also muss man parallel vom Neuen Bund her gleichzeitig raten, schütte dein Herz aus. Das heißt, geh hin und lass diesen Stau aus dem Herzen raus, dem Herrn gegenüber, und lass nicht zu, dass du hier frustriert wirst. Im Hebräerbrief beschreibt die Bibel das nochmal anders und sagt, dass nicht eine bittere Wurzel entsteht, die dann, man höre und staune, viele befleckt. Das heißt, wenn in meinem Herzen diese bittere Wurzel ist, weil hochkocht wird, dann beflecke ich auch andere. Und da ist ganz einfach das Problem, wenn man so etwas hat, dass man dann schweigt, dass man das nicht gleich sagt. Wisst ihr, nicht gleich was sagen, lieber eine Nacht drüber schlafen, lieber es Kämmerlein, das so lang vom Herrn bewegen im Gebet, bis man ruhig ist. Und dann, wenn man ruhig ist vom Herrn, dann es ihm anvertrauen, er macht keinen Fehler. 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Dann kommt die Seele zur Ruhe. Wisst ihr, und dann passiert etwas, dann kannst du deine Probleme bewältigen, sie zerfressen dich nicht mehr, sie zerreißen dich nicht mehr, wenn du selber machst wie Hannah, du gehst hin und schüttest das Ganze vor Gott aus, dann ist deine Seele frei. Und wenn du dann noch merkst, dass du Sünde begangen hast, dich reinigen lässt durch Jesu Blut, dann kommt laut dem geistlichen Organismus
der ja funktioniert. Automatisch der Heilige Geist und nimmt diese Dinge in Besitz. Wenn du dann beginnst, dein Herz vor Gott zu bewegen, das steht in Epheser 5, Vers 18, das steht im Griechischen als Partizipkonstruktion. Das kam im Deutschen, Elberfelder hat es wiedergegeben, kann man, muss man aber nicht. In Epheser 5, 18 heißt, und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Ausschweifung ist. Wisst ihr, was es ist, Berauschung mit Wein? Das ist oft die Ersatzbefriedigung. Und dann siehst du plötzlich die Gläubigen, wie sie heimlich zum Alkohol gehen, wie sie heimlich zu den Medien gehen, Dinge sich angucken. Das ist alles nur, um das kaputte Herz zu stillen. Wie sie dann angehen, ihre Hobbys zu pflegen, wie sie ausweichen, wo man nur ausweichen kann. Aber hier sagt die Bibel, nein, ich muss ein ganz klares Nein haben zu der Ersatzbefriedigung und gehe dann hin und sage, das will ich tun. Redet zueinander. Merkt ihr was? Zueinander. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ich nehme eine bestimmte Herzensstellung ein. Also da steht natürlich jetzt wörtlich reden, singen, also einfach im Partizip. Aber damit ist nur gemeint, letztendlich, ich nehme eine Herzensstellung ein, wo ich dann Gott im Herzen spiele und es so ausschütte vor Gott, dass diese bittere Wurzel, die der Hebräerbrief ausspricht, gar nicht mehr kommt. Und dann passiert etwas, dann kommt der Seele und der Herz langsam zur Ruhe. Gell, und da gehört natürlich dann dazu, dass ich auch Prediger 5,1 beachte, wo einfach die ganzen Dinge erklärt sind, auch Alttestament, ist im Alten Testament auch ein Problem gewesen. Das heißt hier, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz, merkt ihr was? Ist der Sigomatik, dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Dass wir uns jetzt richtig verstehen. Es gibt auch Gläubige, die haben gar kein seelisches Problem im Sinne von Stau, sondern die haben ein seelisches Problem, dass sie übermütig werden innerlich. Und dann hörst du plötzlich auch im Gebet, hörst du da ist dann nämlich so ganz ernsthaft. Wisst ihr, da merkst du dann auch, das hörst du ja. Das ist genauso ein Problem. Da gibt es ein Linksextrem und ein Rechtsextrem. Und man muss auf beide aufpassen. Ich muss mein Herz vollständig entleeren vorm Herr Jesus im Gebet oder vor Gott dem Vater, dass es völlig leer ist. Und dann muss ich beginnen, die geistlichen Dinge zu tun. Rede, singe, dem Herrn mich wirklich nähere und ihm mein Herz zu Füßen legen. Und dann passiert etwas. Dann höre diese ganze Einflusssphäre, die hier negativ sind, einfach auf. Und dann sagt die Bibel, und ich denke, das sind wichtige Dinge, ich lese Sprüche 25,11, dann ist dein Herz frei. Das heißt, du wirst nicht mehr affektös handeln, du handelst nicht mehr im Affekt, sondern du handelst kontrolliert. Und dann heißt es in Vers 11, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Gold, das Wesen Gottes, Silbers Wort Gottes selber. Dann kannst du aus dem Impuls des Heiligen Geistes, mit so einem Herz heraus, kannst du aus diesem Herzen, das jetzt in Ordnung ist, durch den Impuls des Heiligen Geistes plötzlich ein Schriftwort jemand sage in der Sekunde, wenn es gilt, und plötzlich kannst du 2. Korinther 1 vollführen, du kannst dann die Menschen plötzlich trösten. Und oft ist es auch so, dass du mit so einer Bemerkung einen Dritten dazu bringst, dass er sein Potenzial entleert, dass er zum Herrn treibt. Ihr versteht? Und jetzt kann ich plötzlich Dienst tun oder kann beständig im Gebet kämpfen, weil ich selber kein Teil des Problems mehr bin, sondern Teil der Lösung. Plötzlich kann ich alle Zeit beten. Plötzlich kann der Herr mein Herz lenken, wie die Wasserbäche. Plötzlich bin ich in der Lage, mich hinzugeben. Plötzlich erhört Gott meine Gebete. Das alles kommt dann. Ich kann dann im Wille Gottes beten und muss dann nicht tun, was der Psalm 141, Vers 3 sagt, und ich sage ganz ehrlich, ich habe schon oft gedacht, das wäre mir auch geschickt, wenn es das gäbe. Dass ich einmal bete und dann wäre sie da. Aber es geht halt nicht, gell? Das muss man einfach ganz nüchtern sagen. In diesem Psalm 141, Vers 3 sagt er, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Ich habe einen Topf, der schnell brodelt. Das ist ja so, ich habe das beim Skifahren gelernt. Wenn du hoch oben bist im Stilfserjoch oder so und du willst dir eine Suppe kochen, das haben wir mal gemacht unter der Brücke, und hat die Geige gekocht, weil der Siedepunkt war von der Höhe her viel zu nieder. Dann musst du runterfahren, 2 Kilometer, bis die Suppe wieder gekocht hat. Und so gibt es Menschen, die haben einen Siedepunkt, der relativ nieder ist,
Und Menschen, die haben einen Siedepunkt vom Charakter her, der hoch ist. Ich gehöre leider zu denen, die niedriger haben. Und von daher wäre es mir schon oft recht gewesen, wenn eine Wache da gewesen wäre. Aber wenn du dein Herz vom Herrn ausschüttest, wenn du schüttest, nicht über die Lippen, dass du andere verletzt, sondern ausschüttest vom Herrn und dein Herz bereit ist, dann brauchst du die Wache nicht mehr. Dann passiert Galater 5,16, dann wirst du letztendlich im Geist wandeln, dann wirst du auch in der Lage sein, vom Herrn zu gehen. Und dann ist auch die Verantwortung, mit der unser Text beginnt, dass du Rechenschaft ablegen musst über jedes Wort, kein Schrecken mehr. Und lass mich schließen mit einem Satz aus dem Jesaja 50, Vers 4, da sieht man dann, was dann Liebliches passiert, wenn man sein Herz ausschüttet, wenn man diesen Topf entleert. Da sagt der Jesaja: Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Und jetzt guck, was jetzt passiert, denn das liest man nicht so gern weiter. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich vor Schmach und Speichel. Ist keine Frage, ist eine messianische Prophetie auf der Herr Jesus. Aber in der direkten Darstellung was ganz anderes. Der Mensch war dann wirklich so, der Jesaja. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ich dann das entwickle, was die Bibel sagt, Lammesnatur. Ihr werdet wie der Herr Jesus reagieren, im Herzen. Ganz schnell nur zum Schluss die Wiederholung. Dieser Topf ist da, den hat jeder. Dieser Topf wird von teuflischen Mächten bedient. Der wird durch meine Seele bedingt. Der Teufel heizt den an, schießt feurige Pfeile, um etwas zu zerstören, auch in unserem Zwischenmenschlichen. Es gibt bloß eine saubere Art, wenn es dann einmal schon rausgekommen ist, dann ist was ganz anderes, dann müssen wir uns unterhalten. Das ist was ganz anderes, das Ding in Ordnung bringen. Aber dass es gar nicht so weit kommt, dazu hat der Herr ein Mittel, das Herz auszuschütten. Einfach im Gebet bei ihm das alles abzuladen, den richtigen Kanal der Entleerung benutzen, dann werde ich wieder beginnen, wenn ich die richtige Haltung beibehalte, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, dann wird der Herr beginnen, mich vorzubereiten, dann wird der Herr mein Ohr öffnen und ich werde in der Lage zu sein, wenn ich dann rede, Geistliches zu reden, vergesst es nicht, wunderbare goldene Äpfel mit einer, also silbern präsentiert, so möchte ich es mal sagen, dann wirst du wirklich ein Werkzeug des Heiligen Geistes sein und dann kommt dein Herz zur Ruhe und dann kannst du Dinge ertragen, wie sie hier von mir Jesus beschrieben sind, dann kannst du auch ertragen, dass man dich quält und dann schaut 2. Timotheus 2,24, wo es heißt, der Knecht des Herrn soll fähig sein, auch Bosheit zu ertragen, dann kannst du ertragen, wisst ihr warum, wenn die Bosheit kommt, dann gehe ich zu dem, wo die Bosheit abgeladen werden soll und leg sie ihm auf den Tisch. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kriegt die Gemeinde plötzlich ein ungeheures geistliches Niveau untereinander. Und dem Teufel wird einer seiner Hauptzufahrtswege, um uns kaputt zu machen, abgeschnitten. Bis das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn das Herz nicht mehr voll Stau ist, nicht mehr voll Frustration, nicht mehr voll Seelischem, wenn es entleert ist an der richtigen Stelle und dann voll Heiligen Geistes ist, was denkt er, was dann kommt? Das Lob des Erlösers, das Lob des Opfers, dann ist der Herr Jesus im Mittelpunkt. Und dann passiert das, was auch ein alter Verkaufstrainer mal zu uns sagte: Woher soll ich wissen, was du meinst, wenn ich höre, was du sagst? Und dann werden die Menschen sehen: Ich höre, was er sagt, ich sehe seine Augen, ich sehe sein Gesicht, ich sehe seine Ausstrahlung, da ist kein Stau dahinter, der meint es wirklich so. Und dann sind wir ein wirkliches Zeugnis für unsere Mitmenschen. Und der Nebendefekt, der vielleicht der wichtigste ist, dann haben wir unsere Ruhe geistlich. Dann ruhen wir in Christus. Ich denke, das ist das Höchste, was man hier tun kann, in dieser brodelnden Welt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du der große hohe Priester bist und der gute Hirte, der das auch versteht, dass du Mitleid hast mit uns Elenden, mit unseren Schwachheiten, dass du diese Staus des Herzens kennst, dass du weißt, wie es ist, wenn es brodelt und überkocht und wie dann unsere Zunge von der Hölle inspiriert, hier entlädt in Rat und Weise, die nur dem Teufel zuträgt. Aber dank dir, dass du auch das gegeben hast, dass wir ein Haupt haben und dass du sagst, betet alle Zeit, dass wir im Gebet bei dir wirklich aus- und abladen können, dass wir alles auf den Tisch legen können und dass du uns Elende verstehst,
dass du uns dann auch reinigst mit deinem Blut, der ganze Frust hinwegnimmst und uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass wir dann etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Herr, du weißt, wo jeder steht, du weißt, wo jedes Herz steht. Lass uns unsere Herzen bei dir abladen und lass dann unsere Herzen im Zustand sein, dir, dem Haupt gegenüber, des deines Opfers würdig ist, dass wir wirklich goldene Äpfel in silberner, in göttlich inspirierter, biblischer Verfassung präsentieren können, dass wir etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, wirkliche Glieder deinem Leib, die du benutzen kannst. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen.